So, und damit herzlich willkommen zurück zu Wir schlachten Jesus ab. Zusammen mit Lenny. Ah, ich habe das Gefühl, die Wege werden weniger. Das ist noch ein riesen Sumpf vor dir. Hinter dir. Ja, wir haben quasi keinen anderen Weg, wir müssen hier rein. Oh, du musst den Sumpf erkunden. Da ist eine Riesenkrabbe, die du umbringen musst. Die Riesenkrabbe ist bestimmt der Boss. Ja, genau. Oh. Er hat sich nur ausgeruht. Das war genauso geplant. Das war auch so geplant. Aua. Warum hab ich mich vorher nicht gehalten, ich Idiot? Ne, ja. Das ist die Frage beantwortet. Ich hasse Wände in diesem Spiel! Nicht die Wand schlagen, nicht die Wand schlagen! Kein? Oh, das ist Scherben. Die klang eigentlich nach einem Plan mit dem Heilen, aber ich hatte keine Chance. Sie hatten einen Sorcerer. Ja. Es war unmöglich zu gewinnen. Ich hätte ja gern ein richtig schönes MMO ohne Magie. Warum? Weiß ich nicht. Ich fände das Konzept, glaube ich, gar nicht so schlecht. Magie ist aber cool. Also, das wäre viel cooler. Glaube ich. Können wir kurz darüber reden, dass sie viel zu viel Schaden machen? Was? Wie geht's dir, wenn du von so einem Ding getroffen bist? Gut. Zeig mir das. Ja, aber ich werde nicht so oft von so einem Ding getroffen, also von daher kann ich das jetzt nicht zeigen. Wir brauchen einen Beweis, Tommy. Da ist sie! Was bekommen? Eine Pike. Ist das Ding in klein? In Metall. Braucht mehr Schaden als den Schwert momentan. Oh mein Gott, der Hinterhalt! Oh fuck. Okay, das waren 7000 Seelen. Dafür habe ich die Möglichkeit, die Pike auszurüsten. Piekst du sie dann? Ja, pieks. Wir sehen. Ich würde nie mit so einem Ding einen nicht angreifen, wenn ich ehrlich bin. Ich würde, wenn ich ehrlich bin, nie mit so einem Ding zwei nicht angreifen. Was, warum? Ich würde so ein Ding nicht haben wollen. Ich finde es echt ziemlich cool, mit dem Stock zu kämpfen. Das macht eigentlich ziemlich Spaß. Also nicht so, nicht den Stock wie ein Schwert nehmen, sondern so einen richtig coolen Stockkampf. Wenn du weißt, was ich meine. Ich komme mit der Waffe gar nicht klar. Wenn du weißt, was ich meine. Hast du... wie heißt ja eine Zombie-Serie? High School of the Dead? Nein, Serie, kein Anime. Achso. Du meinst wirklich Serie. Ich dachte, das wäre ein Witz. Walking Dead! Hast Walking du geguckt? Dead? Nein. Oh. Hier gibt es nicht so einen Schwertkämpfer, so den meine ich. Stockkämpfer.
Ich habe mit der Pik halt einfach zu keine Schnitte. Ne, sie hat halt nur Hitbox nach vorne. Ja, und absolut keine. Dafür, dass du schon nur Hitbox nach vorne hast, ist halt einfach nicht genug Reichweite, um. Und das macht jeder. Oh, sag ich doch, die Choreo. Ja. Nein. Nimm die Peitsche. Hat man mit dem schon gekämpft? Nö. Scheinbar nehmen wir die Peitsche, hab ich gehört. Ach, richtig gut Schaden. Hutsch. Hutsch. Eine Peitsche 2 nicht, das ist ein Ding. Wie funktioniert das eigentlich mit der Peitsche? Lässt sie einfach drauf fallen. Los, peitsch sie aus, die waren unartig. Oh, was? Ja, sie ist ziemlich lustig. Die funktioniert echt besser als erwartet. Ja. Ah, ich steh noch drauf. Ja, wir sind hier quasi gerade bei hier beliebiger Westernfilm einfügen. Wie wäre es eigentlich, wenn wir nicht den Links nehmen würden? Das ist die Peitsche, die ist besser auf dem Spiel. Jetzt ein bisschen Laub zusammenbrechen. Ich glaube, den hatte ich schon oder habe ich noch nicht gehabt? Keine Ahnung. Hattest du? Eine Harke? Das ist das gleiche Ding in nicht pixig. Was hast du erwartet? Etwas. Wow. Da piekst mich was aus zweiter Reihe, hast du es gesehen? Tolle Gegner, ne? Oh nee! Alter! Aggression! Okay, wir nehmen wieder das da. Und kämpfen erstmal eine Runde einhändig. Schlacht sie alle! Zu Hackfleisch! Hackfleisch! Können wir ganz kurz drüber reden, wie viel Schaden das gerade gemacht hat? Ja, du lernst aber auch nicht. Das Dumme mit diesen Gegnern ist immer, du kannst ihren Angriff einfach nicht unterbrechen. Ja. Hast du den riesen Stock gesehen? Ja, ja. Ich meine, du kannst ihn blocken. Vielleicht. Du bist nicht der Gegner, den ich haben wollte. Ich wollte den Hund. Hundi! Oh Gott! Könntet ihr mich bitte einfach in Ruhe lassen? Oh, du bist so tot. Ich glaube, der Link hat dich wieder gerettet oder geholfen. Oh Gott. Oh Gott. Und jetzt bleib tot! Ja, kann das nicht Dark Souls 2 sein, wo die Gegner zehnmal sterben und tot sind? Ich finde die Funktion eigentlich ganz lustig. Danke, dass ich genau den anvisieren durfte, den ich wollte. Dobby, du bist es den, den du anguckst. Ja, ich habe mit dem Sticker rübergewischt. Das habe ich nicht gesehen. Das hast du wirklich nicht gesehen, weil es.
Weil ich keine Kamera für den Dings habe. Und wenn ich eine hätte, würde ich... Aber... würde ich sie nicht streamen. Ja, das ist kein Speedrun. Alter. Sobald die auch nur ansatzweise asynchron kämpfen, hast du keine Chance. Da hast du eine Chance. Ja, du bist sehr... Gegner, wenn du die Gegner trennen könntest. Du bist nur sehr, wie nennt man das? Aggressiv. Lustig. Ja. Aber Angriff ist nicht immer die beste Verteidigung. Treffen wäre die beste Verteidigung. Aber aus irgendwelchen Gründen treffe ich die Hälfte der Schläge nicht. Weil du die Distanz falsch einschätzt. Ich stand hier und der Hund war da. Nein, und ich hätte ihn anvisiert. Hast du? Ich hätte ihn anvisiert. Du brauchst wohl ein dickes, langes, großes Schwert. Viel Reichweite. Da war noch einer. Und viel Schaden. So. Ja. So ein bisschen heilen geht damit ja zumindest schon mal. Ein bisschen, ja. Auf die ein! Heil! Oh, Alter, das war Heilung! Und jetzt ist die Heilung vorbei. Machst du nochmal? Ja, aber es ist schwach, aber gegen Hochheilen, das funktioniert ganz gut. Dein lebt noch. Der lebt zwei Leben noch. So, das lief doch ganz gut. So. Und jetzt? Das ist echt eine ganz gute Sache mit dem Hochheilen. Gute Frage. Ich glaube, beim letzten Mal wollten wir hier rein. Ja, du bist gestorben. Gut, sieht der echt nur aus? Ich weiß es nicht. Hunde sich nur aus? Weiß ich nicht. Der zumindest nicht. Der Sorcerer! Das ist der Soßenbringer. Bringt der auch die Soße vom Dönermeister? Leider nein. Aber die haben immer die besten Soße. Oh, weißt du, worauf ich jetzt könnte? Nicht. Pizza. Oh, wenn ich jetzt schön eine Runde zum Pizza Dönerladen meines Vertrauens tingeln würde. Hier gleich einen richtig schönen. Ich weiß nicht mehr, was ich nehmen würde. Pizza. Nein, Pizza ist immer doof vom Dönermeister. Nein, und unsere macht eine gute Pizza. Außerdem habe ich am Mittwoch habe ich selber Pizza gemacht. Inklusive Teig. War die gut? Ja. Oh, ich will auch eine. Der Teig war ein bisschen wenig salzig, weil. Kein Salz dran. Warum kein Salz? Man hat es gemerkt, dass hat meine Freundin vergessen, den Teig zu machen. Oh. Den Teig hat sie vorbereitet und ich musste dann, nachdem ich von der Arbeit kam, noch kneten. Kann sie das nicht? Sie wollte nicht. Weil es anstrengend ist. Weil es anstrengend ist. Oh. Aber es war eine gute Pizza. Also dafür, dass der das Salz im Teig gefehlt hat. Ich würde jede
Ich würde dir die Ausrede zählen lassen, wenn es mit den Gelenken nicht geht, aber sonst nicht. Oh. Und der so, was treibt der da? Nin, nin! Wieder Ninja! Nin, nin! Nein, du darfst nicht treffen, ich bin der Nin, nin! Ninja! Mit Verlaub! Wo hab ich mein erstes Jahr? Mit Verlaub. Mit Verlaub. Was sagen Ninjas? Weiß ich nicht. Leider, guck mal, er ist gestorben. Mit Verlaub. Ei! Mit Verlaub. Was ist? Das ist nur Texturfehler, kannst du drüber gehen. Ui! Er ist schon stehen geblieben. Ah. Mit Verlaub. Nin, mit Verlaub. Sagen das Ninjas wirklich, wo kommt das her? Fair also ich weiß, dass es in One Piece und Ninja sagt, aber das ist auch wieder nur... Ja. Ja, aber der war auch so cool, der One Piece Ninja. Ja, ich weiß, ich finde nicht so cool. Also du bist ein Samurai. Wir reden vom gleichen, oder? Ja. Hey! Heilen darf sich nur der Hauptcharakter. Außer in JRPGs. Da darf sich auch, dürft sich auch Nebencharaktere heilen. Das ist auch okay. Magie! Magie! Warum zur Hölle halten Magier hier in dieser Welt so viel aus? Aua. Es ist quasi Fairy Tale. Da wurde in der Folge mal gesagt, ja, die Schwäche von Magier ist sein Körper. Weil du musst da für die Magie deinen Geist drehen und da kommt Natsu so daher. Ja, das sind Cheat! Und dann machen sie quasi ihre super Special-Angriff von Natsu und das war einfach kein Schaden. Du kannst doch stehen, nachdem du dieses Angriff getroffen wurdest! Gute Folge, ja. Gute Folge. Okay. Ja. Nein. Opfern wir unseren Estus. Oh, hi. Dann. Mit Verlaub. Verlaub. Oh, dann. Geh da zurück. Gehen wir zurück und gehen da lang. Mit Verlaub. Guter Plan. Gibt's nämlich einen kleinen Schatz. Stabil hier! Das ist sicher keine Falle! Warum sollte es? Keine Ahnung. Das meiste eine Falle ist. Der erste im ersten Teil nicht. Aber oh, ja. Der erste im ersten Teil. Wenn du in den Turm hochgegangen bist zum Taurus-Dämon. Richtig, der war aber versteckt. Der war versteckt. Ja, und danach hat das Unheil seinen Lauf genommen. Yep. Dann wollte man sich beeilen, dass man den bekommt und dann. Oh fuck. Was ist los? Ich meinte natürlich, cool. Oh fuck, mit Verlaub. Mit Verlaub. Ich finde deinen Hut echt cool. Aber guck ihn an, das. Das war ein großer Strahl. Du bist tot. Du bist so fast tot. Du bist so tot. Oh, der Schallschaden! Ich dachte, der bringt dich um. Wie viel Fallschaden war's? Weiß ich nicht, ich hab gar keiner. Ich dachte, du kriegst einen. Oh Gott. Oh, wieder ein Schild. Schlag ich einfach auf sein Schild. Ich hab's dir gerade eben gesagt. Ich war in Panik, okay? Aber du musst so spielen, wie ich das entscheide. Alles andere ist schlecht. Wer hat das entschieden? Ich!
Hörst du mir nicht zu? Okay. Läufst du durch? Wäre vielleicht eine Idee, oder? Wenn du schaffst. Offensichtlich nicht. Soll ich dir einen Trick zeigen? Bin ich jetzt fünfmal davon vorbeigelaufen. Soll ich dir zeigen? Was denn? Guck mal jetzt nach rechts. Da hoch. Was ist hier? Keine Ahnung, sag es mir. Und ja, jedes Mal, wenn ich hier bin, suche ich dieses beschissene Bonfire. Ich renne jedes Mal vorbei. Kannst vielleicht verstehen, warum. Oh shit! Wo kommt der her? Entschuldigung, Hundi. Wollte ich gar nicht treffen. War eigentlich schon. Ja, tut mir leid, aber nicht weh. So lustig. Musstest du Sorcerer da runterspringen? Ich spring jedes Mal da runter. Ja, ist eine gute Frage, warum die so viel Leben haben. Nee, ich denke, die Backstabs machen durchaus Schaden. Ja, doch. Das sind zumindest schon mal drei normale Schläger. Yep. Ungefähr. Hat der einen schon getötet? Nee. Mehr Schaden würde es machen, wenn du von vorne angreifst und so einen Crit bekommst. Durch Parieren oder durch Schild wegtreten. Ja, wenn ich Schild wegtreten noch könnte. Du musst einfach nach vorne und einen Schlag machen. Ganz einfach. Genau so. Ganz einfach. Schon geht runter. Oh. Das ist genau das gleiche wie das. Hä? Jetzt hast du einen schweren Angriff gemacht. Ja, habe ich auch. Das Hä war. Da übst bei dem Typen. Und da. Der ist bei ihm. Der will gleich zuschlagen. Wenn er sein Schild hochhält, kannst du wegtreten. Gut, gut. Fast. Ja, das war schon gar nicht mal so schlecht. Das war schon gar nicht mal so schlecht. Aber nächstes Mal vielleicht mit mehr treten und weniger schlagen. Der Typ hast du zum Beispiel nicht verstanden. Ach, du musst deine Seelen wiederholen, oder? Ja. Das wäre mein. Oh fuck. Ja, das war's mit den Seelen. Oh Gott! Oh. Du, dein blauer Tränensteinring rettet dir manchmal echt den Arsch. Ich glaube, sonst wärst du jetzt tot. Den hätte ich im ersten Teil auch gebrochen können. Das war nicht das, was ich machen wollte. Aber. Den gibt's im ersten Teil. Tommy, das Schild! Ich versuch doch zu treten! Ich versuch doch zu treten! Ich sehe das aber nicht! Ja, weil das Treten und das Schlagen die gleiche Taste ist. Und richtig. Ich die ganze Zeit nur. Schlagen, Spam. Mach ich ja nicht. Dann nach vorne. Und wacht. Das ist okay. Und dieser Magier mit seinen Riesen. Der würde bestimmt irgendwas kompensieren. Das will ich auch proben. Du kannst einfach jeder andere, der die keine Magie nutzt, aber du nein. Schön, wenn Thomas einfach beide nicht trifft. Ja, ich dachte mir so, was? Was gibt bei euch? Achso, da war.
Das Loot. Geht zum Loot. Da runter und dann darüber. Genau, Plan. Plan hat funktioniert. Plan ausgedacht, Plan umgesetzt. Okay, wo gehe ich runter, damit ich nicht sterbe? Da. Was? Und dann da auf die Treppe springen. Das richtig. Geht auch so. Jetzt gehst du runter in den Sumpf und küsst die große Krabbe. Geht's nochmal hier hoch. Und vollführ rein. Ist ja gut, LKW. Ja. Du hättest den Tasten loslassen sollen. Ich will die Nachricht lesen. Ja. Lass doch einfach deinen Controller los. Hab ich doch. Wie hast du? Dein Knopf oder was auch immer. Du müsstest nicht rollen dann. Hä? Also du hast nichts gedrückt, oder? Ich habe nichts gedrückt. Hä? Du müsstest eigentlich... Oder funktioniert das bei einer gewissen Höhe nicht? Bin ich gerollt. Das ist okay, das kann ich verkraften. Glück. Das war irgendwas. Wie kann ich eine Nachricht schreiben? Weiß ich nicht. Habe ich nie gemacht. Schreibe ich mit dem Ding? Das ist der Phantom verbannt? Nein. Nein. Das Ding müsste Gold sein eigentlich. Dann hast du es nicht. Oh, das ist nicht einmal über eine andere Nachricht. Gott. Warum bin ich gebufft? Achso. Blauer Ring. Blauer Ring. Du bist gebufft, das ist mir Verteidigung jetzt. Viel mehr. Krieger schlafen voraus. Du guckst in die falsche Richtung. Krieger schlafen voraus. Kleiner, du bist uns unterhalten. Und sah ganz gut aus. Ja, du solltest eher normal schlagen, weil du mit mehr Schläge mehr heilst. Also es ist Schlag für Schlag. Ich denke. So stelle ich es mir vor. Oder ist es der Schaden? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es sowas, was weiß ich, 10% oder sowas ist. Können wir ja nachlesen. Aber erstmal nutzen wir es aus. Klar. Wir nutzen es aus. Die Fähigkeit habe ich bekommen. Natürlich nutzen wir es. Könnte da zum Bonfire da hochgehen. Ja, aber das würde ja bedeuten, dass ich mich trotz allem hier so ein bisschen durchschnitzeln muss, bis ich... Glaub, der stinkt ich. Warum? Du hast deine Kleinen getötet. Hab ich nicht. Er hat keine Beweise. Sie sagt das ihm. Seine Beweise sind groß, hart und können klappern. Na, ich merk schon, ich merk schon. Gut, dass er unfähig ist, das Wasser zu verlassen. Geht's euch gut? Geht's euch gut? Ja, schön. Hallo! Krabi, Krabi, Krab, Krab! Ich setz mich mal kurz. Und dann bin ich den Part anscheinend. Also. Next Part geht's ab! Nächste Part machen wir die Krabbe. Dann gibt's Krabbenfleisch.
Weil nie gegessen, würde ich gerne essen. Gut. Wenn ihr wisst, wie es schmeckt, schreibt es in die Kommentare. Ja. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Part. Tschüss. Tschüss.